Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Heute ist der 12.09.2020. Die Volkshilfe war heute da, duschen. Aber ich bin total verschwitzt, weil es total warm ist. Und Sonja ist heute gekommen. Nicht nur die Volkshilfe Sonja, sondern auch meine Sonja, die Assistentin. Wir haben Kaffee getrunken, getratscht, geraucht, waren draußen. Und mir geht's soweit ganz gut. Mit Schmerzmitteln sind die Zahnlöcher auszuhalten. Also da, wo die Zähne gerissen sind. Und von daher geht's. Aber angenehm ist es nicht. Morgen ist Sonntag. Morgen wird wieder kein Video kommen, weil ich mich auch heute ganz kurz halten werde. Weil ich noch immer sehr müde bin. Und es gibt einfach nicht so viel Neues. Ich habe heute auch nicht Zähne geputzt, weil ich noch nicht in den Munden herumfahren wollte. Ich werde mir damit noch eine Woche Zeit lassen. Und dann Zähne putzen. Ich weiß, das ist nicht so angenehm, aber es tut einfach weh, wenn ich in den Löchern herumfahre. Dort, wo die Zähne fehlen. Teilweise blutet es auch noch ab und zu und wenn ich was Kaltes esse, sticht es halt. Aber bei Eis weniger, als wenn ich wie jetzt dann kalten Brotaufstrich oder so esse. Und das ist halt nicht so angenehm. Morgen fahren wir zum Heurigen. Was ich dort esse, weiß ich noch nicht. Heute Mittag habe ich Nudeln mit Soße gegessen. Und das ging ganz gut. Außer, dass mir jetzt immer die restlichen Zutaten in den Löchern hängen bleiben. Oder wenn ich was Süßes esse, dass es weh tut. Oder dass das brennt. Aber wie gesagt, es ist noch nicht ganz verheilt und deswegen wird es so sein. Es wird ein paar Tage dauern, aber naja. Corinna kommt am Montag nicht, weil ihre Mutter im Spital liegt. Ich weiß nicht, was sie hat, aber sie muss da was klären und die kommt am Freitag wieder. Am Mittwoch, also am Dienstag kommt Sonja wieder. Und nächsten Freitag habe ich bei Kerstin den Termin. Und am Dienstag ist Apple Keynote. Und am Mittwoch bin ich bei Christoph. meine Bronchitis ist noch einmal da. Hört man auch. Aber ich inhaliere regelmäßig, damit geht's halbwegs. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Wie gesagt, ich bin sehr müde. Und mir fällt sonst aber nichts ein. Sonja und ich haben heute einen Artikel geschrieben. Da fehlen jetzt noch 45 Zeichen. Und ja.
Dann habe ich wieder 2 Artikel in Vorbereitung für die Momak. In dem ersten Artikel geht es um Schlafstörungen und in dem zweiten Artikel um Respekt vor behinderten Menschen. Und ja, ich glaube, das sind ganz gute Themen. Ich habe noch keine genaue Ahnung, aber das sind mal die für vorbereiteten Themen. Und wenn Sie was anderes wollen, dann kann ich ja noch immer was anderes schreiben. Sonst, wie gesagt, fällt mir nicht viel ein. Und ich verabschiede mich wieder. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.